Das war vorgestern. Und sowas ist von gestern. Heute heizt man intelligenter. Intelligentes Heizen mit Smart Home Thermostaten. Moin Leute. Heizkosten sparen, ja, das war schon immer Thema. Aber zu dieser Zeit, in der wir gerade leben, ist es noch umso wichtiger, erst recht, wenn sich die Preise mehr als verdoppeln. Man kann beigehen, wenn man abends zu Bett geht und einfach den Heizungsregler runterdrehen, und morgens, wenn man aufsteht, dreht man ihn wieder hoch. Aber warum kann man das nicht auch von einem intelligenten, Thermostat machen lassen? Achtet aber bitte darauf, wenn ihr die, Wärme nach unten dreht, nie mehr als 4 Grad, weil die Wände kühlen aus und der Taupunkt wird sich dann verschieben. Was bedeutet das? Die Wände kühlen aus, das heißt, die kalte Luft von außen kommt immer dichter in den Raum rein, ja, und wenn wir den Raum zu stark auskühlen lassen, muss die Heizung zu stark dagegen arbeiten. Das heißt, ihr verballert viel zu viel Energie, damit die Außenwände wieder warm werden und sich die Wärme im Raum hält. Also gut ist, wenn ihr die Heizung regulieren könnt, 2, maximal 3 Grad runter. Das hängt aber auch damit zusammen, wie alt ist das Gebäude, in dem ihr seid, wie gut ist es isoliert, wie gut wird die Wärme dort gehalten. Ich hatte bislang immer ein elektronisch programmierbares Thermostat, konnte ich jeden Tag eingeben, aber immer wenn ich das programmieren wollte, musste ich am Heizkörper sitzen und kleine Knöpfchen drücken. Das will ich künftig alles über Smartphone oder über mein Tablet machen. Ja? Ich habe mich für ein Thermostat entschlossen, welches ohne Hub arbeitet oder Gateway, ohne eine Schaltzentrale. Ja? Der Trend wird davon hingehen, wenn ihr viel machen wollt über Smart Home, Steckdosen, Lampen, Heizungsthermostate, dann macht es Sinn, dass man mit einem Hub arbeitet. Ich wollte aber einmal mein Büro ansteuern und zu Hause Heizkörper ansteuern. Im Büro habe ich das oft gehabt, dass meine Mitarbeiter dann übers Wochenende die Heizung angelassen haben. Jetzt gehe ich bei und reguliere das über mein Smartphone einfach runter. Erst einmal kurz zur Montage. Wie montiere ich dieses Gerät? Und dann gehen wir einfach mal auf die App und gucken uns mal an, was kann das eigentlich alles? Okay? Das Thermostat zu wechseln ist denkbar einfach. Man dreht es auf erstmal auf volle Stufe. Dadurch wird das leichter hier lösbar sein, weil der Heiznüppel, so nenne ich ihn immer, das Ventil, sich dann dementsprechend ändert. Und dann nehmen wir einfach das Neue hier und schrauben es rauf. Unterschiedliche Heizkörper haben auch unterschiedliche Systeme. Hier passt es wirklich ohne Adapter. So, jetzt wird es hier ein bisschen warm. So, weil die Heizung macht sich jetzt auf und es ist Winter, es kommt sofort Heißes durch. Aber jetzt ist es montiert. Jetzt, ja, heißt es, dieses Thermostat mithilfe der App zu installieren. Das Installieren ist wirklich mega einfach und ihr kriegt online auch gleich eine Bedienungsanleitung zur Verfügung gestellt, wie man das Thermostat installiert. Hier wird auch auf die verschiedenen Adapter hingewiesen, dass man dieses Gerät wirklich an jeder Heizung montieren kann. So, hier wird nochmal kurz darauf hingewiesen: Heizkosten sparen durch effiziente Steuerung. Touch Control, das ist wirklich wunderschön, kann ich gleich nochmal am Gerät vorführen. Und es ist eine WLAN-Verbindung möglich. Und der WLAN-Funk darf nicht mit 5, sondern nur mit 2,4 GHz erfolgen. Wenn ihr euch die App heruntergeladen habt, müsst ihr als erstes ein Benutzerkonto anlegen und da nehmt ihr am besten eure E-Mail, die ihr am häufigsten benutzt. Dann müsst ihr in der App hier über dieses Plus ein neues Gerät hinzufügen. Ihr werdet dann nach dem WLAN-Code gefragt und wenig später macht sich das Thermostat auf die Suche
nach euren WLAN. Dann justiert sich der Heizkörper, das hört ihr durch ein kleines Brummen aus dem Thermostat, und er adaptiert sich, sodass es richtig sitzt und die Temperatur auch einwandfrei eingestellt werden kann. Habt ihr das dann gemacht, dann sieht das Ganze so aus. Ich habe hier einmal mein Büro, mein eigenes Büro, also das ist das Großraumbüro, das ist das Chefraumbüro. Zu Hause habe ich mein Wohnzimmer und die Küche damit angesteuert. So, wenn ich hier rüber gehe, kann ich mir die Bedienungsanleitung, Software-Updates macht er und mein Benutzerkonto anzeigen lassen. Aber ich gehe jetzt einfach mal auf das Wohnzimmer. So, das Wohnzimmer ist jetzt bei mir zu Hause eingestellt. Ich bin jetzt im Büro. Es ist zu Hause eingestellt auf 20 Grad. Möchte ich es wärmer haben, ziehe ich einfach hier am Rädchen und ich sag mal, ich gehe mal auf 23, jetzt habe ich 22,5 Grad. Ja, und jetzt ist es am Thermostat auch geändert. Hier oben, das ist ein bisschen klein und ich kann es auch nicht größer zoomen. Hier steht die tatsächliche Temperatur drin, wie warm es im Wohnzimmer ist. Über diesen Button hier, ja, kann ich das Heizprofil aktivieren oder deaktivieren. Beim Heizprofil selber habe ich die verschiedensten Einstellungen. Ich kann wirklich die ganze Woche auf einmal einstellen. Ich kann nur von montags bis freitags und samstags und sonntags trennen und ich kann aber auch jeden einzelnen Tag darüber individuell meinen Wünschen entsprechend einstellen. Ich bestimme, wann, um wie viel Uhr geht die Heizung an. Das Ganze funktioniert dann auch wunderbar über euer Smartphone und ihr könnt es für jedes Familienglied freischalten. Ich gehe nochmal zu mir ins Wohnzimmer. Da ist es jetzt auf 23 Grad erwärmt und hier unten drücke ich dann drauf auf das Heizprofil. Hier kann ich wirklich meine Uhrzeiten bestimmen. Um 5 Uhr soll sie auf 23 auf Montag angehen. 8.30 Uhr wird das Haus verlassen, dann geht es runter auf 20 Grad. Ab 15 Uhr soll er wieder vorheizen und ich kann so viele verschiedene Profile einstellen, je nachdem, wie ich das gerade brauche. Also ich bin nicht nur auf zweimal an und zweimal aus festgelegt, ich kann das auch zehnmal an und zehnmal aus machen. Hinterher drücke ich nur aufs Knöpfchen Heizprofil übertragen und schwupps ist das auf dem Thermostat. Hier unten habe ich dann noch das Rädchen, was bekannt ist für die Einstellung. Wenn ich hier reingehe, habe ich verschiedene Geschichten, zum Beispiel dieses hier. Die Tastensperre aktivieren. Das bedeutet, ich kann das Thermostat auch manuell bedienen. Ist die Tastensperre drin, da kann ich drücken, was ich will, da passiert nichts. So, und wenn ich das Häkchen reinsetze, ist sie aktiv, schiebe ich ihn rüber, ist es inaktiv. Ich kann auch noch machen, soll er erkennen, wenn ich lüfte, dass der nicht durchgeheizt wird. Ja, und dann habe ich hier unten noch ein Köfferchen. Ach so, Sommer- und Winterzeit kann ich noch aktivieren, aber hier habe ich ein Köfferchen. Wenn ich dann in Urlaub fahre oder was weiß ich, dass das Büro irgendwie für einen längeren Zeitraum geschlossen ist, kann ich halt meine Abwesenheit auch über einen Kalender hier wunderbar eingeben. Und es ist eine sehr einfache Bedienung. Vielleicht nochmal zum Vorführen. Hier kann ich die Heizung jetzt hoch und hier stelle ich sie niedriger ein. Wenn ich beide Tasten drücke, hat das auch einige Funktionen. Und zwar könnte hier ein Fehlercode drin sein, dass er das WLAN nicht findet, damit er sich dann wieder verbindet. Drücke ich einfach noch einmal beide und halte sie 3 Sekunden lang gedrückt und dann verbindet er sich auch wieder. Ich habe lange gesucht, bis ich dieses Thermostat gefunden habe, auch weil ich im Büro mir nicht extra einen Hub einbauen wollte. Bis ich eins gefunden habe, was übers WLAN-Netz funktioniert. Achtet aber darauf, das braucht 2,4 GHz. Einige haben auch eine Bandbreite von 5 GHz. Dann müsst ihr das an eurem Router einstellen. Ich finde dieses Gerät einfach ideal. Ich habe das so oft gehabt in den letzten Wintern, wo meine Mitarbeiter hier, wenn sie freitags noch ein bisschen länger gearbeitet haben, die Heizung nochmal aufgepowert haben. Und dann lief das Ding das Wochenende durch auf 25 Grad. Ich komme montags morgens als Erster hier ran. Ich dachte, boah, bin ich in der Sauna. Jetzt kann ich beigehen. Ich kann eins von beiden die Bedienungssperre einstellen, dass ich sage, alles klar, 18 Uhr Schluss. Und dann geht das Ding hier runter auf 18 Grad. Ja, oder ich kontrolliere es von zu Hause. Ah,
alles super, oh nee, ich drehe das einfach wieder runter auf die gewünschte Temperatur. Verglichen mit den alten Thermostaten hat dieses von der Firma Euronix, heißt das glaube ich, auch ein modernes Design, auch mit dieser LED-Anzeige, wie viel Grad da ist. Also das schon schick. Eurotronic. Jetzt wird immer erzählt und geschrieben, wie viel Prozent ihr denn doch an Heizkosten sparen könnt. Bitte denkt dran, den Raum nicht zu weit runterkühlen. Es wird sonst zu viel Energie verballert, um den wieder auf Vordermann zu heizen. Dann bleiben übliche Geschichten auch an der Tagesordnung. Beim Lüften lasst die Fenster nicht ewig auf Kipp stehen. Macht Stoßlüften. Ja, lieber ein paar Mal öfter am Tag Stoßlüften, als da irgendwie mal eine halbe Stunde lang das Fenster auf Kipp stehen zu lassen. In dem Moment kühlt das alles rings ums Fenster aus und die Heizung hat richtig Arbeit, die Wände wieder durchzuheizen. Das heißt, gegen den Taupunkt zu arbeiten. Den Nachteil von so einem WLAN-Thermostat habe ich auch schon erleben müssen. Ich hatte mal Ausfälle. So, und wenn du Ausfälle hast, schreib dir gleich einen Fehlercode. Ich glaube, der hieß bei mir C2 oder C3. Dann kannst du über die App knick, knack, knuck auf die Bedienungsanleitung gehen, liest sie durch und dann siehst du, aha, hatte kein WLAN. Schlecht in der Bedienungsanleitung, es steht zwar drin, hatte kein WLAN, aber was machst du denn, dass es wieder funktioniert? Da gehst du bei und drückst bei diesen Temperaturenpfeilern plus und minus zusammen 3 Stunden. Dann siehst du, er schreibt komische Zeichen, rauf, auf, rauf, runter. Und dann zeigt er dieses WLAN-Signal, was blinkt und sagt, ich suche jetzt das Netzwerk. Und wenn es wieder feststeht, dann ist es drin und dann ist der Fehlercode auch weg. Also kein stabiles WLAN ist dann immer schädigt, dann fällt es aus. Aber das heißt nicht, dass Thermostat dann gar nicht mehr funktioniert. Du kannst es dann nur nicht mehr mit der App bedienen, aber du kannst es manuell bedienen. Das ist der Vorteil von solchen Thermostaten hier. Hier kannst du auch jeden Wochentag oder nach Woche einstellen oder nach Wochenende einstellen und jeden Tag einzeln machen. Aber wenn du dieses Thermostat bedienen möchtest, du musst irgendwie immer an den Heizkörper ran. Ja, während du das andere bequem vom Sofa oder hierher vom Stuhl aus alles einstellen kannst, wie will ich das dann haben? Hier spielen WLAN-Ausfälle überhaupt keine Rolle, aber ich weiß schon, warum ich mich für das andere entschieden habe. Durch die Adapter, die bei der Lieferung mit dabei sind, passt das Smart Home Thermostat auf jeden Heizkörper. Auf jeden gängigen Heizkörper schreiben die. Muss wohl dann doch ein paar geben, auf denen es nicht passt. Für mich war das mit diesem Smart Home Thermostat erstmal ein Versuch. Bin ich wirklich bereit für sowas? Ist das Spielkram? Habe ich noch mehr Technik? Noch eine App mehr? Wo ich mir dann gesagt habe, ich probiere das einfach mal. Mir macht das Ganze aber so viel Freude. Ich habe mittlerweile auch Steckdosen, wo ich halt auch über Google sprechen kann und dann wird mein Licht an- und ausgeschaltet oder meine Terrassenbeleuchtung, dass ich am Überlegen bin, ob ich mir nicht etwas Größeres kaufe, wo ich dann eine Schaltzentrale und nur eine App habe. Für meine Steckdosen habe ich wieder eine andere App. Stört mich im Moment nicht, aber vielleicht will ich ja irgendwann noch mal mehr. Also solltet ihr dann bei dem Kauf einfach mal nachdenken, möchte ich das nur für die Heizung haben und ich möchte nicht ein Gateway da anschließen, dann habt ihr hier das richtige Produkt. Und wenn ihr mehr wollt, ja, mehr Smart Home, einzelne Glühlampen damit bedienen, Steckdosen, Fernseher, was man da nicht alles machen kann, ja, dann guckt nochmal weiter und überlegt euch, ob ihr nicht etwas nehmt, wo ein Hub dazwischen geschaltet ist, eine Zentrale. Es gibt da jetzt auch eine neue Norm, wo dann auch die Geräte von unterschiedlichen Anbietern alle auch über ein Hub gesteuert werden können. Dieses Thermostat hat eine solide Qualität. Das, was ich, wie gesagt, so ein bisschen als Nachteil empfinde, ist, dein WLAN-Funksignal muss immer stimmen. So, und wenn wir uns jetzt mal eine größere Wohnung oder ein Haus vorstellen, wo sitzt mein Router, erreiche ich auch wirklich jeden Heizkörper? Da kann es manches Mal passieren, dass die Funkwege zu weit sind und dass es dann eben zu Aussetzern kommt. Das heißt, das WLAN muss gar nicht abbrechen,
aber weil der Funkweg zu weit ist, ist die Verbindung nicht einwandfrei. Dadurch werden A, die Batterien relativ zügig verbraten und B, habt ihr dann eine Fehlermeldung, dass WLAN nicht mehr drauf ist, was denn C bedeutet, ihr könnt es dann auch nicht mehr aus der Ferne bedienen, zum einen, und zum anderen funktioniert auch der Zeitplan nicht mehr, den ihr dann eingestellt habt. Für mich kommt dieses Gerät hier nicht mehr in Frage. Ich bleibe da mein Smart Home treu. Aber diese hier habe ich noch in einigen Räumen, beispielsweise bei mir im Schlafzimmer, weil da heizt ich so gut wie nicht. Das lasse ich immer auf ein Level laufen und da brauche ich das nicht. Das heißt, zu Hause habe ich nur zwei Räume und im Büro habe ich auch nur zwei Räume, die ich eben mit diesen Thermostaten ausgestattet habe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich beantworte sie, sofern ich kann, immer alle. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt euch auch mal mein Video an, Heizung entlüften oder Heizung gangbar machen. Sehr interessante Geschichten. Ja, also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer New Wonder.